planet. Who are you? Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, Neues. Gauset, Belchip, Wengerüche. Ja, Freunde, heute mal wieder ein bisschen funny unterwegs. Letztes Jahr gab's, war das letztes Jahr, war es 2 Jahre her? Ich weiß es gar nicht mehr. Da auch rein. Herzlich willkommen, Smaxi. Ja, erstmal. Hallo erstmal an alle. Moin, moin. Ich glaube, unsere Dulli-Aufnahmen sind jedes Jahr legendär. Das muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, letztes Jahr hatten wir nicht Weizen oder Gauset oder sowas. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Jahr hatten. Ich weiß das auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, jeder kann sich an diese Weizen-Aufnahme erinnern. Die ist auch dieses Jahr wieder am Start. Und zwar unten über den Link in der Videobeschreibung. Es kann sein, dass es ein bisschen später kommt, weil ich ein bisschen dribbeln musste. Aber checkt auf jeden Fall Smaxis Kanal ab. In den nächsten 2, 3, 4 Tagen, da wird das da online kommen, denke ich mal, ne? Oder? Ah, es könnte auch sein, dass es erst nächste Woche kommt irgendwann. Egal, scheißegal. Irgendwann. Kanal abonnieren bei Smaxi. Link ist unten drin. Da kommt ihr zum Channel. Da wird es ein Legendary-Duell hier geben. Heute ein anderes legendäres Duell. Der Mann soll aus FIFA genommen werden, habe ich gehört. Das ist sein letztes Jahr. Das ist absolut peinlich. Gauset, Jungs, ich dachte eigentlich, wir spielen beide mit der Bronzekarte. Ich wusste nicht, dass ich den hier habe. Anscheinend habe ich ihn. Christian ist ein guter Vorname. Brauche ich nichts zu erzählen. Geh ich mit. Ja, ne, oder? Ja. Das Tian muss noch weg und dann ist es noch besser, habe ich gehört. Ladies, Smaxi hat den Bronzespieler, ich hab den. Ich würde den auch gerne zocken. Wir machen es so, Smaxi darf 2 Icons in seinem Team verbauen, ich nur eine. Ne? Ich denke, damit ist halt gut gedribbelt. Ob der am Ende dann reinkommt, weiß man nicht. Mich ist selber eine positive Bewertung freuen, falls ihr solche Formate hier bzw. Aufnahme-Spieler-Ideen feiert. Sehr, sehr gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentare zuhacken. Und ja, labern wir nicht mehr lange rum hier. Gauset bleibt stehen und der Rest goes on the bench. So, Spieler sind auf der Bank. Ich habe den einen oder anderen Legendary-Spieler hier bei mir am Start, der dem einen oder anderen im Begriff sein sollte auf diesem Kanal hier. Ja, was für eine Formation zockst du? 4-3-2-1. Ich glaube, das Einzige, wenn du nicht mit Haaland spielst, wie du ihn linken kannst, glaube ich, mit den 2 Icons. Ja, ich habe mit Haaland gespielt. Das ist okay, ich spiele 4-3-1-2. Also bei dir Flügelstürmer, bei mir Stürmer. Komm, ich fange bei dir an. Linker Sturm, nehmen wir mal die Nummer. Nummer 10. Nummer 10, okay. Du hast 10 zu 4, 6, 8, 10, okay, ja. Und rechts die, nimm mal die 2. Ja, perfekt. Stark. Ja, nee, cool. Finde ich klasse. Cool, ja. Cool. Ja, sehr, sehr cool. So, ich muss bei dir einen Stürmer und einen ZOM machen, ne? Genau. Ich fange mal an mit Nummer 7 im Sturm. Ah, der ist schnell. Immerhin, ja. Es sollte wichtig sein, auch mal in FIFA. Mhm. Ja. Und Nummer 1 im ZOM. Wie geht sowas denn? Das ist natürlich toll. Wie geht das denn? Hab ich dir gleich 2 Game Changer gegeben, oder? Ja, das ist nee. Ach, ja. Ich glaub, die hätten selber nicht gedacht, dass die mal auf der Position spielen dürfen. Ja gut. Ey, dann machen wir bei dir weiter mit den 3 ZMs. Mach mal. 1 links. In der Mitte die 8. 7, 8, ja. Und rechts die 3. Ja. Krank. Ja, ja, ist solide. Ist solide, sagen wir mal so, wie es ist. Ja. Auch Game Changer jetzt, alle 3. Wir fangen mal an mit Nummer 12 links, Nummer 9 in der Mitte und Nummer 4 rechts. Ja, bitte schlecht, bitte ganz, ganz schlecht. Also ich kann nur noch 2 bekommen. Nur noch 2. Oh, da habe ich ja wieder ein richtig gutes Team rausgesucht. Da hast du absolut alles gegeben hier wieder. Ja. Und ich sage einfach nur Zahlen. Ich will nicht in deinen Kopf rein. Ne? Ich nenne die einfach. Boah, dann mach ich bei dir die Verteidigung, ey. Ich kann noch ein paar mehr bekommen, ey. Die 7 linker Verteidiger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Linker IV die 12, rechter IV die 11. Eigentlich komplett verarschen, wirklich. Und RV die 4. Ja, nee, geil! Wirklich! Ich hatte hier 3 Verteidiger auf der Bank sitzen. Die stehen immer noch auf der Bank. Perfekt, wirklich. Nee, cool.
Oh Gott, das kann was werden. Ey, deine sind auf der Bank, meine sind im Sturm. Was soll ich dir erzählen? Kannst du dir aussuchen, was da jetzt cooler ist. Ja, ihr habt schon mit Sturm dort vorne drin. Ja, fangen wir mal an bei mir. Linker Verteidiger, die 8. Die Nummer 3, linker IV. Die Nummer... Ich nehme die 10 rechter Innenverteidiger und die 2 rechter Verteidiger. Bin ich. Ja. Hast du ein süßes Team gebaut hier. Super. Ja. Wenn du mein Team siehst, denkst du dir auch nur. Cool. Oh Gott, ey. Pack ins Tor die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, das ist ja sogar okay. Ah, das ist okay. Ist bei dir der Torhüter schon drin oder willst du dich nicht outen? Ja, ist drin. Ja, okay. Dann nimm die 11. Na klar! Er muss mir den Bronze auch noch mit reinpacken. Ja, sicher. So muss es sein. Ja, nice. Toll. Ja, ich hab nur einen Gamechanger, bin ich ehrlich mit dir. Ja, hab ich auch nur. Wer ist bei dir denn nicht mit dem Team? Minks Innenverteidiger, Nacho Fernandes Innenverteidiger. Perfekt. Oi, das ist gut. Ja, bei mir dafür ein Haaland nicht mit dabei und ein Suárez ist auch nicht dabei. Super. Das ist Schalke und Dortmund, weißt du? Damals zu Beginn. Aber einen Dortmunder habe ich. Und ein Dortmunder steht auf einer ganz unangenehmen Position für dich. Und der wird's heute entscheiden. Wird's Meunier Stürmer oder was? Nee, besser. Ja, ich hab nur einen. Ich kann nur den Move machen hier. Ja, bei mir ist es genauso. Ich habe auch nur den Move gemacht. Mehr kannst du halt nicht machen. Musst du sogar sagen, mein Move hat 8 Chemie gebracht. 9. Ja, meiner hat tatsächlich 12. Krank. 12 Chemie, ey. Ich habe 50 oder 51. Super. Ja, ich habe 40. Top. Ja, dann seht ihr beide Teams. Wird sensationell werden. Und dann sehen wir uns gleich beim Anstoß wieder. Hervorragend. Gott, das wird was. Abfahrt. Tomiyasu, Junge. Auf dich kommt's an vorne. Rein da. Bei mir wird's Tanganga. Der ist ein richtig guter hier. Auch gut. Hector ist Kapitän. Weiß, wie läuft. Und Torhüter! Ja! Das ist ein Dortmunder, Junge! Oh nein! Das ist ja! Collins! Ich will nicht mehr. Und Gausel mit der Vorlage. 47 Schießen. Wobei, auf 3 Chemie hat er noch weniger eigentlich, ne? Frag mal Tone. Der rastet auch schon aus. Das ist jedes Mal. Komm, jetzt Flanke. Auch mal sowas wagen. Oh mein Gott. Boah, die kam richtig gut. Wer war das denn, Alter? Macht den auch noch. Das ist der Beste. Der macht den auch noch, du. Putsch. Und ist da Chiri. Es gab mir mal Vorteil. So. Wie langsam er wird. Lauf. Ey, Cantona ist ja nicht mehr normal. Das ist Arbeitsverweigerung. Oh mein Gott. Ruhig und bam. Let's Halt's go! Halt's Maul! Ey, Cantona, das kann doch nicht sein! Und der spielt sogar als LS mit 2 Chemie. Nee, oh nee. Nein. Guck mal, die haben mal draufgeleistert. Hab ich... Das dauert zu lange, der öde Rad, Junge! Ich... Nein! Holder! Ja! Na, was?! Willst du das denn? Das kann doch nicht sein! Ich kann den daneben pöllen! Jawohl. Nee, ich geh rein. Ja, es war so. Ja! Ich hab den Tor drin! Ja! Mach das so schön! Wie kann man denn das Super Game so durchspielen? Ich schieb den sogar nach hinten hier! Eigentlich echt clever gelöst aus der Situation. Ja, sehr gut! Gausen! Ja! Den macht er halt auch, ne? Eiskalt. Als wär's nichts. Als wär's nichts. Eiskalt macht er den. Lauf doch, ich zeig's dir. Ich bin die ganze Zeit ein Eiskalt. Nee. Ja, nö, ist doch cool. Nein. Ah, was ist das denn? Fallrückzieher. Ja, Junge, Gausen! Das Ding ist durch, Alter, wirklich. Wir machen Ballonzieher! Klausel, Bruder! Also... Guck dir das an, wie Ronaldo, Junge! Das kannst du noch einmal erzählen. Oh, Klausel, jetzt mach... Oh, ja, Scheiße. Och, nee, ey, wirklich, was ist das denn? Ey, vor allen Dingen, der stand perfekt da, ne? Ja! Er muss ja froh sein, weil sonst hätte er das Ding aus 40 Metern noch ins Winkel gehauen gerade.
Hol dir den Ball da, Christian, Junge. 3 Hüten macht er bei mir, du. Das ist ja der Knaller, du. Und der Cantona bei mir gerade, der guckt bei dir nur dumm aus der Wäsche. Der wird halt auch nie wieder spielen bei dir. Der hat eine 10,0. Der hat 3 Tore und eine Vorlage gemacht. Er war der Mainman. Jungs, was soll ich euch erzählen? Ha? Na los, komm, ich hab umgestellt. Mach mal dein... 2 Stück. Dein Zeug. Ich mach's so, passt. Los, Abfahrt. Das ging ziemlich schnell bei dir. Das Problem ist, ich bin da relativ schnell unterwegs immer. Das stimmt. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die alle standen, weil die bei dir kreuz und quer waren. Ja, das ist es halt, ne? Ich gehe mit dem Torwart und dem Stürmer. Ja, ist okay, weil ich habe gerade, ich glaube, weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht, ich habe da aus Sturm stand erst Figo oder irgendjemand anderes, habe ich auch nochmal jemand, oder ich habe keine Ahnung, wer da stand, egal. Juri Bercice und Tanganga, ja, die SPC-Karte. Oh, die ist gut, eben, die ist halt wieder. Echt gut. Ja. Den kriegst du wieder. Deswegen, ich mache eine SPC schnell und dann rein da, oder? Guckt euch an, Männers, da sind sie. Tanganga, Juri Bercice, Füße gehen raus und ein paar Goldspieler. Abfahrt, rein da, weg da. Gauset, ey, ich hatte keine Chance gegen den. Ich sag's dir, wie es ist. Der Mann hat mich in die Schranken gewiesen. Ne? Checkt Smexy auf jeden Fall ab. Twitch, Videos, alle Links sind unten drin. Ey, ich bedanke mich, dass du da warst. Es war eine überragende Session. Ja? Definitiv. Die Dulli-Aufnahme jedes Jahr ist einfach mittlerweile Tradition geworden. Seit, glaube ich, 4 Jahren oder sowas. Es ist der Wahnsinn. Liebe geht raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag.